Meine Damen und Herren, ich fahre heute fort in der Darstellung meines Artikels Materialismus im Lexikon der Geisteswissenschaften, das unlängst erschienen ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass Lenins antipositivistische Streitschrift sich zunächst am vorphilosophischen, natürlichen Bewusstsein orientiert, dass die reale Existenz von Gegenständen unabhängig vom subjektiven Bewusstsein ohne weiteres voraussetzt. Für Lenin ist Materie, erkenntnistheoretisch betrachtet, die unabhängig vom menschlichen Bewusstsein existierende und von ihm abgebildete objektive Realität. Aus dieser schon in der Antike geläufigen mimetischen Auffassung des Erkennens folgt, dass jede wissenschaftliche These über die Struktur der Materie nur annähernde relative Bedeutung hat, dass es in der Natur keine absoluten Schranken gibt. Die absolute Natur wird erkannt vermittels relativer Wahrheiten. Die Totalität der relativen Wahrheiten wäre die absolute. Aber die meisten Materialisten gehen von der prinzipiellen Unabschließbarkeit des Erkenntnisprozesses aus. Traditionelle Begriffe wie Wesen oder Substanz bringen hier nur noch die Vertiefung der menschlichen Erkenntnis der Objekte zum Ausdruck. Das Wesen kann dann einer noch tieferen Auffassung seiner weichen. Wir hatten dann etwas gesagt über die geläufige Redensart, dass der Materialismus der natürliche Feind aller Religion sei. Das ist insofern nicht ganz korrekt, als schon bei Epikur es den Begriff einer Theologie gibt. Die Götter, die allem Irdischen entrückt sind, hausen in den Zwischenwelten der Atome und, was hier wichtig ist, ihre Gelassenheit und Ruhe sollte uns Menschen angesichts unserer Sterblichkeit Vorbild sein. Auch bei religionskritischen Denkern wie Feuerbach gibt es, wenn man genauer hinsieht, auch theologische Relikte. Auch in Sachen der Moral ist der Materialismus nicht einfach festgelegt ein für allemal. Er ist zwar am diesseitigen Glück des Menschen in erster Linie orientiert, aber in der deutschen Ideologie, jener wichtigen Schrift von Marx und Engels aus dem Vormärz, wird dargetan, dass die Auffassungen, die etwa die französischen Autoren Helvetius und Holbach vertreten, keineswegs die materialistische Ethik repräsentieren, sondern es handelt sich hier um Produkte eines zum Ideal erhobenen Selbstverständnisses, das ganz der oppositionellen Stellung der Bourgeoisie vor der Revolution entspricht. Ebenso wenig ist der Materialismus ein für alle Mal eine Lehre des zügellosen Genusses, wie das im Altertum von Aristippos vertreten wurde, zumindest wurde er so verstanden, im 18. Jahrhundert von französischen Schriftstellern. Aber diese Philosophie des Genusses war nie etwas anderes, schreiben die Autoren, als die geistreiche Sprache gewisser zum Genuss privilegierter gesellschaftlicher Kreise.
Marx und Engels sind demgegenüber sehr ehrgeizig, indem sie sagen, ihre Theorie könne aller Moral, sei sie Moral der Askese oder des Genusses, den Stab brechen. Dann wir haben uns dann auch ein wenig um die Gegner des Materialismus, es hat an ihnen ja nicht gefehlt, uns kurz verständigt. Die These von der alleinigen Realität körperlichen oder dinglichen Seins ist den meisten akademischen Philosophen eine Lächerlichkeit. Das ist alles, wie sie meinen, mühelos widerlegbar. Schon in Descartes Dualismus steckt ja die Wahrheit, dass die materielle Realität das schlechthin raumerfüllende Sein etwas anderes ist als ein Gedanke, eine Empfindung oder ein Affekt, Liebe oder Hass. Die Welt des Seelischen ist nicht ohne weiteres als etwas anzusehen, was zur dinglichen Welt gehört. Also ein Problem aus langer Zeit schon bekannt. Schon im Altertum wollen die Materialisten neben der materiellen Seinsart eine zweite, eine ideelle vermeiden. Dennoch müssen sie berücksichtigen, dass Bedingendes und Bedingtes nicht identisch sind. Das heißt aber nun, argumentieren ihre Gegner, dass sie entweder alles Geistig-Seelische herabsetzen müssen zu einem bloßen Schein oder aber fragwürdige Hypothesen verbreiten oder auf künftig erwartbare Ergebnisse der Wissenschaft hinweisen müssen. Was auch immer Anstoß erregt hat, war die Art, wie Materialisten in einer bestimmten metaphorischen Sprache bemüht waren, das aus stofflichen Vorgängen abgeleitete seelisch-geistige angemessen zu bestimmen. Produkt, Funktion, gar Sekret, solche Begriffe werden verwendet. Der Bruch zwischen dem dinglich Festen und den seelischen Zuständen ist zunächst einmal sehr schlecht zu vermeiden. Deshalb war dann auch im 19. Jahrhundert ist ganz wichtig, als man auf psychosomatische Sachverhalte aufmerksam machte in der Medizin, was so etwas wie ein fließender Übergang der einen kartesianischen Substanz in die andere zumindest andeuten wollte. Gleichwohl, und das war mir eine wichtige Sache, der spezifisch philosophische Anspruch des Materialismus und die Frage seiner Aktualität sind nicht erledigt. Er ist ja der nicht immer erwünschte, hässliche Zwischenruf in der Geschichte der sogenannten offiziellen Denker, die ja in ihrer größten Zahl in der Tat Idealisten gewesen sind. Eine umfassendere Bedeutung gewinnt der Materialismus erst im 18., dann vollends im 19. Jahrhundert durch den enormen Aufschwung der Naturwissenschaften. Vorher ist er doch gegenüber den idealistischen Konstruktionen oft im Nachteil. Das kann man gar nicht anders sagen. Auch sind die zivilisatorischen Rollen, in denen materialistische Gedanken aufgetreten sind, ganz verschiedener Art. Vor allem
hat der Materialismus die Schwierigkeit, eine einheitliche Geschichte lässt sich gar nicht von ihm schreiben. Meist muss man dann die idealistischen Systeme miterwähnen, gegen die er sich kritisch abzusetzen versucht. Aber eine kontinuierliche Wirksamkeit des Materialismus ist nicht wirklich festzustellen. In bestimmten aufgeregten, vor allem politisch und sozial aufgeregten Zeiten ist er verbreitet, im vorrevolutionären Frankreich etwa. Dann gibt es aber auch Phasen in der Geschichte, in denen er sehr an den Rand der Kulturerscheinungen gerückt wird und kaum großen Einfluss gewinnt. Es gibt hier offenkundige Defizite, aber die dürfen uns nicht dazu veranlassen, zu glauben, dass er von vornherein abwegig und verachtenswert sei. Ich hatte auch in der letzten Woche darauf hingewiesen, die oft scharfsinnigen Gegner des Materialismus haben sich mehr mit den angeblichen oder wirklichen moralischen Nachteilen des materialistischen Denkens beschäftigt, als mit dessen eigentlichem Lehrgehalt. Es ist immer das Erste, was von den Gegnern vorgetragen wird, dass der Materialismus eine liederliche Lebens- und Denkweise fördere und von daher schon verabscheuenswert sei. Das ist bis in die Gegenwart hinein eine nachweisbare Sache gewesen. Der polemische Eifer seiner Gegner hat also immer auch schon Interesse erregt. Wenn es sich wirklich um eine so rückständige, von der großen und echten Philosophie längst erledigte Denkart handelt, weshalb dann der enorme Aufwand der polemischen Gegner. Horkheimer hat in den frühen Arbeiten in der Zeitschrift für Sozialforschung in den frühen 30er Jahren schon betont, dass der Hass auf den Materialismus im Kontext gesellschaftlich bedingter Kämpfe zu verstehen ist. Hier geht es gegen verhasste Behauptungen, Wertungen, Forderungen, sagt er. Eines ist auch noch mal kurz zu erwähnen. Die Art des Argumentierens, also der Diskurs von Materialisten, wird oft so verstanden, als es sei unmittelbar die alleinige Wirklichkeit der Materie im Spiel. Es geht aber in Wahrheit meist um sehr praktische, unmittelbare Fragen, in denen die letztinstanzlichen Glaubenssätze gar nicht so in Betracht kommen. Ein Autor wie Dilthey, der hat gemeint, er könne auf seine geisteswissenschaftliche Art den Materialismus diskreditieren. Auch die Materialisten seien ja eigentlich darauf bedacht, eine vollständige Lösung des Lebensrätsels zu erreichen. Hier ist schon die erste Schwierigkeit. Sehr oft machen die Materialisten keineswegs ihre gesamte Denkart vom Einblick in letzte Gründe abhängig, sondern orientieren sich an praktischen, historisch begrenzten Aufgaben, die mit ihrer metaphysischen Grundposition nur sehr, sehr entfernt zusammenhängen. Also wir haben zu unterscheiden den philosophischen Begriff der Materie, das ist das schlechthin transsubjektive Sein, das wäre eine Kategorie,
Wir haben diese Kategorie zu unterscheiden von strukturellen Einzelaussagen über die materielle Welt, wie sie in der Geschichte der Naturforschung immer wieder aufgetaucht sind. Eine These war in der letzten Woche, die im Zusammenhang mit modernen Ergebnissen der Physik aufgekommene Befürchtung, es sei wohl doch die Materie, auf die man sich vorher so gestützt habe, die sei gleichsam verschwunden. Subatomare Elektronen und so fort, Elemente wurden entdeckt. Und da muss ich sagen, Lenin hat in einer durchaus scharfsinnigen und dialektischen Weise dieses Problem einer verschwundenen Materie behandelt. Nicht die Materie verschwindet, aber es verschwindet jene Grenze, bis zu welcher wir die Materie bisher kannten. Unser Wissen dringt tiefer. Es gab Eigenschaften, die hat man früher als absolut und unveränderlich und ursprünglich gehalten. Die Undurchdringlichkeit, Trägheit und Masse. Aber sie erweisen sich jetzt als relativ, als nur einigen Zuständen der Materie eigen. Und dann der häufig zitierte Satz: Die einzige Eigenschaft der Materie, an deren Anerkennung der philosophische Materialismus gebunden ist, ist die objektive Realität zu sein, außerhalb unseres Bewusstseins zu existieren. Die ganze Auseinandersetzung mit dem bedeutenden österreichischen Physiker Mach kann ich hier nicht im Einzelnen aufrollen, aber es ist doch eine wichtige Sache gewesen für das Selbstverständnis des Materialismus, dass man damals auch gegen diese positivistische Auffassung, welche die Dinge als bloße Empfindungskomplexe bezeichnete, dass man dagegen etwas gesagt hat. Also der transsubjektive Charakter des materiellen Seins und dann aber auch der extensiv und intensiv unendliche Charakter des materiellen Seins, daran ist hier noch zu erinnern. Wir haben dann einige Gedanken noch geäußert zu dem sogenannten historischen Materialismus, der ja von einer etwas anderen Beschaffenheit ist als die Materialismen seit den Tagen des Demokrit. Hier geht es um einen neuen soziologischen Blick auf die Kulturgeschichte der Menschheit. Hegel hat den Geist als das sich selbst tragende, absolute, reale Wesen bezeichnet. Das ist schon eine sehr pathetische Formulierung. Auch hier hat Horkheimer, mein alter Lehrer, schon 1932 darauf hingewiesen, der historische Materialismus, wenn er die Abhängigkeit kultureller Sachverhalte von sozioökonomischen nachweist, damit noch lange nichts über den Realitätsgrad oder das Rangverhältnis materieller oder geistiger Güter sagt. Und dann diese berühmte Formulierung, dass das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein der Menschen bestimme. Auch dies, meine Damen und Herren, ist eine vorläufige, eine Wahrheit auf Widerruf. Denn die ganze Konzeption
von Marx und Engels und die Frankfurter Autoren der frühen kritischen Theorie haben sich dem ohne weiteres angeschlossen. Der Nachweis des Vorrangs ökonomischer Sachverhalte vor kulturellen wird ja nicht glorifiziert von dieser Theorie, sondern ist kritisch-diagnostisch gemeint. Wenn mir ein Arzt sagt, dass ich TB habe, macht er doch keine Propaganda für diese Krankheit. Und so müssen wir das, glaube ich, sehen. Das ist dieses berühmte Vorwort. Mancher unter Ihnen wird da noch mal ein wenig hineinschauen wollen. Das berühmte Vorwort der Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859. Also der ökonomische Materialismus steht unter dem utopischen Vorbehalt, dass er keine ewige Wahrheit ist, sondern dass die Menschheit dereinst die ökonomische von ihr selber hervorgebrachte Dynamik beherrschen werden. Und sie machen sich auf diese Weise zu den Herren ihrer Geschichte. Die materialistische Geschichtsauffassung wird selten erkannt in ihrem inneren Zusammenhang mit der marxischen Ökonomie selber. Das ökonomische Sein und so weiter spielt eine Rolle, aber was die marxische Lehre nun selber betrifft, so hat Engels noch 1884, also kurz nach dem Tode von Marx, in seinem Vorwort zu der marxischen Schrift Das Elend der Philosophie, eine Schrift gegen Proudhon, Folgendes gesagt, das will ich Ihnen heute ruhig noch einmal vor Augen führen. Die Bestimmung des Warenwerts durch Arbeit und der nach diesem Wertmaß sich vollziehende freie Austausch der Arbeitsprodukte, das sind die realen Grundlagen, auf denen die gesamte politische, juristische und philosophische Ideologie des modernen Bürgertums sich aufgebaut hat. Ein, glaube ich, sehr wichtiger Satz, der uns dann also über das Verhältnis von Sein und Bewusstsein noch einmal von der marxischen Ökonomie her etwas Näheres sagt. Die Metaphysik des Weltgeistes, der die Weltgeschichte beherrscht. Hegel ist ja der Apriorist der Weltgeschichte. Er trägt an das historische Material einen einzigen Gedanken heran, nämlich den, dass es in der Geschichte vernünftig zugegangen sei. Da er diesen Gedanken anderswo, wie er meint, hinlänglich begründet hat, kann er ihn bei seiner Geschichtsbetrachtung einfach verwenden. Und das hat er ja auch getan. Und an die Stelle dessen gibt es ja dann eine Abfolge ökonomischer Gesellschaftsformationen in der marxischen Theorie, die aber große strukturelle Zusammenhänge, aber nicht die gesamte narrative Geschichte natürlich erklärt. Also das wäre auch eine Überforderung, eine lückenlose Erklärung des historischen Prozesses, an dem ja die merkwürdigsten Faktoren auch eine Rolle spielen, in denen sie auch eingreifen, war nicht beabsichtigt. Aber es gibt hier eine strukturelle Betrachtung des historischen Verlaufs. Es ist ein Leitfaden beim Studium, wie Marx sagt. Er wendet sich hier gegen die landläufige Vorstellung, Rechtsverhältnisse und Staatsformen seien aus sich selber, aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes zu begreifen, sondern er will das genauer bestimmen, sie wurzeln in den materiellen Lebensverhältnissen, deren Gesamtheit Hegel unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft zusammengefasst hatte.
Von hier aus dann also der berühmte Satz, dass die Produktionsweise des materiellen Lebens den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt bedingt. Also nicht aus dem blanken Begriff des Menschen, dem vorgestellten Menschen, einem anthropologischen Schema oder so etwas, ist die Geschichte herzuleiten, sondern es geht schon um materiale Studien, die der Historiker auch genauestens vor sich vorzunehmen hat. Es gibt die große Periode des Grundeigentums und seiner Herrschaft in der antiken Welt, dann auch in der mittelalterlichen und in der bürgerlichen Neuzeit kommen ja dann ganz andere Sachverhalte ins Spiel, die dann den Ton angeben. Also Moral, Religion, Metaphysik und die ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen, hatten die Autoren schon in der deutschen Ideologie gesagt, behalten nicht länger den Schein der Selbstständigkeit. Übrigens sehr radikal, sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Das ist natürlich der Durchbruch zu einer völlig neuen Auffassung gewesen. Und in dem Maße, wie heute die Geschichtswissenschaft nicht mehr im Sinn der traditionellen Geistesgeschichte betrachtet wird, sondern sehr viele Historiker, auch gerade an unserer Frankfurter Universität, dankenswerterweise betrachten ihre Wissenschaft als kritische Sozialwissenschaft. Und da ja die marx-engelsche Geschichtsauffassung aufgrund der Ereignisse des letzten Jahrhunderts politische Instrumentalisierung nicht mehr mit sich führen, kann diese Auffassung heuristischen Wert behalten auf dem Gebiet der Wissenssoziologie sowie der Mentalitäts- und der Ideologieforschung. Im 19. Jahrhundert, darauf müssen wir wohl noch mal zurückkommen, hatte der Materialismus den Ehrgeiz, man denke schon an den Titel der Schrift von Ernst Haeckel, Die Welträtsel, den Ehrgeiz, ein für alle Mal die großen Themen der traditionellen Philosophie zu bewältigen, ja, endgültig zu lösen. Darwins Entwicklungstheorie sollte da eine große Rolle spielen. Das ist auch in unserer Gegenwart wieder der Fall. Es gibt so eine ganze Reihe in der angelsächsischen Welt Evolutionsbiologen, die auf eigene Faust, nicht etwa im Dienste einer Gruppe, einer Klasse, eines politischen Ziels, sondern einfach auf eigene Faust der Welt mitteilen wollen, dass es mit der Religion nichts sei. Das ist also unausrottbar gewesen als Tendenz. Was die Religionen immer am Leben gehalten hat, war die schlichte Wahrheit unserer Sterblichkeit. Ja, das ist also das Wichtige. Le grand peut-être, das große vielleicht, von dem Rabelais spricht, ist nicht wegzudiskutieren. Und insofern hat die Religionskritik dann auch deutlich ihre eigenen Grenzen erreicht. Und dies nicht nur im 19. Jahrhundert. In der Gegenwart scheint die Willensfreiheit das letzte Refugium der alten metaphysischen Vorurteile zu sein. Es gibt dann sehr viele neurobiologisch argumentierende Leute, die alte Affinität von Materialismus und Medizin, der berühmte Materialisme Medical,
ist noch durchaus im Schwange. Und Lametry, ein Arzt am Hofe Friedrichs in Potsdam, hat ja da auch einiges an Erregungen hervorgebracht. Obwohl das Buch, das Lametrys Werk L'Homme Machine, mehr so eine hypothetisch-programmatische These war. Er hat auch ganz andere Sachen geschrieben. L'Homme Plante, der Mensch als Pflanze, L'Homme Plüke Machine und so weiter. Aber es war natürlich schon das große Thema der Medizin im 18. und 19. Jahrhundert. Und warum haben sich animistische, alchemistische und ähnliche Naturauffassungen selbst in einem so nüchternen Fach wie der Medizin unverhältnismäßig lange gehalten? Es war eben die große Schwierigkeit, das organische Sein wirklich materialistisch zu erfassen. Von der Mechanik war man zur Physik und von dort zur Chemie und dann schließlich zu ganz wichtigen Ergebnissen der Physiologie gelangt. Aber schon Kant war da ein wenig im Zweifel, ob wir den Newton des Grashalms unter uns haben, ist eine große Frage. Ob das Lichtenberg ist, die alle möglichen Leute im 18. Jahrhundert haben an diesem harten Knochen genagt. Ist das Leben physikochemisch erklärbar oder gibt es so etwas wie eine Lebenskraft, die da noch hinzutritt? Das befruchtete Seeigelei mit einem Menschenhaar in der Mitte abgeschnürt bei Hans Driesch, kamen da zwei Igel raus. Seeigel, wohlgemerkt. Wenn der Vorgang rein maschinell erklärbar gewesen wäre, hätte es wohl doch den zweiten Seeigel nicht gegeben. Also so etwas wie eine von uns nicht oder noch nicht erfasste eine Kraft, ein Agens, ein materiell-energetisches Etwas. Schopenhauer quält sich mit diesen Dingen herum, auch seinen Begriff des Willens und die Objektivationsstufen desselben in der Natur. All das sind Fragen, die zusammenhängen damit, dass die mechanistische Welterklärung, übrigens auch bei Goethe ganz klar verworfen, dass die mechanistische Welterklärung wohl noch nicht das letzte Wort in diesen Dingen ist. Und insofern meine ich, der Materialismus kann uns vor obskurantistischen und abergläubischen Vorstellungen bewahren. Ob er alle letzten Fragen löst, da zweifle ich ein wenig. Es kann ja wünschenswert sein, aber wenn ein Stein zu Boden fällt im freien Fall, dann sagen wir Schwerkraft. Da sagt Schopenhauer, na und was haben wir jetzt mit dem Wort gewonnen? Und die Franzosen des 18. Jahrhunderts, ja, la matière qui pense, das sollte das Gehirn sein, die denkende Materie, kann man eigentlich nur fragen, mais comment, wie macht sie das, nicht? Also es ist ein Grundmangel des Materialismus, dass sie viele seiner Vertreter, keineswegs alle, einbilden, durch den bloßen Nachweis materieller Substrate von geistig-seelischen Sachverhalten auch schon die Frage nach der Eigenart dieses geistig-seelischen erledigt zu haben oder noch genauer uns gezeigt zu haben, wie das Materielle sich ins Ideelle umsetzt und übersetzt. Also im späten 19. Jahrhundert meinte Nietzsche, er könne die Menschheit aufklären, indem er sagte, der Mensch hat keine Seele, sondern ein Nervensystem. Das hatte sich natürlich längst herumgesprochen in der gebildeten Welt. Aber man sieht, da hier sind am Materialismus Dinge zu bemängeln. Er ist interessanter dort, wo er Fragen aufwirft und nicht gleich auf Anhieb beantwortet, als dort, wo er zu siegesgewiss ist.
Lamettris Frage, wie Leib und Seele zusammengehören, er hat gesagt, ja, das materielle Substrat des Seelischen ist mir völlig evident. Nur, wie ist es selber beschaffen im Hinblick auf diese Leistung, die es da erbringen soll, nämlich die Produktion des nicht mehr nur Geistigen, sondern eben des Seelischen. So viel wollte ich Ihnen auf den Weg mitgeben. Wir werden ja dann im Weiteren in den eigentlich historischen Teil unserer Vorlesung eintreten. Und da wird dies und jenes auch wiederkommen. Ich wollte Sie nur einfach mit den beiden großen Begriffen von Idealismus und Materialismus vertraut machen. Und dieses Verhältnis, das hatten wir eingangs gesagt, kann also heuristisch vielleicht als Leitfaden dienen bei der Betrachtung der Geschichte der Philosophie. Bei dem Ausdruck Idealismus kommen wir auch auf eine Reihe von sehr ernsten Fragen. In der heutigen Alltagssprache, zumal bei uns im Deutschen, sind Wörter wie Idealist und Materialist ziemlich überfrachtet, moralisch überfrachtet. Nicht? Die Idealisten sind selbstlose Leute, die Materialisten denken nur an ihren Geldbeutel und ähnliches mehr. Aber wenn wir so daherreden, sind wir ja noch ein gutes Stück von dem eigentlich philosophischen Problem, um das es sich hier handelt, entfernt. Ein Idealist ist einer, der nicht auf Eigennutz bedacht ist, sich sogenannten ideellen Werten, das machen auch die politischen Parteien, die dann immer ihre Werte, die hängen da wie Würste an der Decke, für ihre Werte beschwören, vor allem in Wahlzeiten. Jemand handelt moralisch, wenn er Zweckrationalität draußen lässt, also sein eigenes Interesse, sagen wir mal, deutlich zurückstellt. Nun möchte ich aber doch ein wenig über diese Betrachtungsweise hinausgehen, also die Materialisten alltagssprachlich auf Lustgewinn bedacht, auf Geld und materielle Güter. Verglichen mit ihr ist das Denken der Idealisten dem Höheren, dem Über- und Vorweltlichen vielleicht auch, hier könnte die Religion auch ins Spiel kommen, verpflichtet. Schon im Altertum bei Platon, er hat seinen Zeitgenossen Demokrit nie erwähnt. Er wusste sehr genau, dass es diesen Mann gab und die Atomistik als eine Vorform der modernen Naturforschung damit einherging. Das waren Leute, die gaben sich mit nicht edlen Gegenständen ab. Und insofern wollte man mit ihnen auch nichts zu tun haben. Das mythische und religiös gefärbte Denken konnte von vornherein damit nichts anfangen. Aber ich sagte es schon, die Idealisten sind eifrige Kritiker des Materialismus, richten sich dabei aber seltener gegen dessen Lehrgehalte als gegen religiöse und moralische Konsequenzen. Auch dieser Terminus Idealismus nun in der ernsthaften Philosophie, meine Damen und Herren, dass wir mal von dem dummen Gerede wegkommen, ist bei Leibniz, also im 17. Jahrhundert, aufgetaucht, der Terminus Idealist. Das ist ein Verweis bei ihm schon auf die traditionell durch Platon, den Neuplatonismus und seine Fortbildungen bedingten Entwicklungsgang. Das objektiv Idealistische, die Lehre von einem an sich wahren, schönen und guten.
Also diese Größen, manchmal prangen sie auch an Opernhäusern. Diese Begriffe, die sollen in und durch sich selber bestimmt sein, nicht etwa freundliche Empfehlungen von individuellen Menschen, von Bürgern, sondern der, man merkt hier sofort, der Idealismus, das an sich wahre, schöne und gute. Eine Unterscheidung zwischen Idealismus und Realismus und dann wieder innerhalb des Realismus von Materialismus und Spiritualismus lässt sich nicht vor dem 17. Jahrhundert nachweisen. Also der erste Unterschied von Idealismus und Realismus bezieht sich auf die Erkenntnis der Welt. Die beiden Varianten innerhalb des Realismus, nämlich Materialismus und Spiritualismus, beziehen sich ontologisch auf das Sein. Die Materialisten erklären, es gibt nur dingliches oder körperliches Sein. Die Idealisten demgegenüber nur Geistiges, gibt nur Geister und ihre Perzeptionen, wird Berkeley sagen. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Also Leibniz hat, ein guter Kenner auch der Antike, den Epikur, der ja die Lehre des Demokrit fortgesetzt hatte, dem Epikur den Idealisten Platon gegenüber. Idealisten sind jene Philosophen, die den Vorrang des Geistigen als eines seinsmäßig höheren gegenüber allem sinnlich-körperlichen. Also eine gewisse Abwertung der Natur im weitesten Wortsinne ist in den großen idealistischen Konzeptionen immer vorhanden gewesen. Ich glaube, dass auch bis hin zur finstersten Askese und Lustverneinung konnte das in den Religionen, auch vor allem in den Religionen Asiens, Schopenhauer hat ja das auch ein wenig aufgenommen, ergeben. In Platons Timaios, seiner naturspekulativen Schrift, die weniger bekannt ist, da wird aber theologisch akzentuiert ganz klar gesagt, wer ein Freund der Vernunft und der Erkenntnis ist, muss die prima causa, die letzte Ursache aller Dinge, auch in einem denkenden, in einem spirituellen Wesen suchen. Ich glaube, ich breche hier mal einen Moment ab, weil ich dann doch sehr ins Detail komme und möchte das nicht zerreißen. Also in einer Viertelstunde machen wir hier weiter. Meine Damen und Herren, wir waren übergegangen zu dem zweiten Lexikonartikel, der sich mit dem Idealismus beschäftigt. Es ist in der Geschichte der Philosophie so, das werden Studienanfänger sehr rasch merken, die Sachverhalte sind eher vorhanden als die Wörter bzw. Begriffe, mit denen sie dann schärfer ausgedrückt werden. Wir sind im Falle des Idealismus ganz ähnlich wie beim Materialismus auf gelegentliche Äußerungen angewiesen und eben auch auf lexikalische Werke, die sehr ausführlich waren im 17. und 18. Jahrhundert und uns verhältnismäßig gut unterrichten über diese großen Begriffe. Beim Idealismus möchte ich, ehe ich ins Detail komme, kurz darauf hinweisen, bei Platon haben sie das wahre, gute und schöne, das in und durch sich selber bestimmt ist. Sehr viele Idealismen der neueren Zeit sind aber orientiert am Bewusstseinsstrom des Subjekts. Empfindungen, Wahrnehmungsinhalte,
Also es gibt diesen objektiven Idealismus, Platon und seine Traditionen, aber es gibt auch sehr bald und gerade auch im 18. Jahrhundert, ob Sie Berkeley nehmen, Kant oder dann auch Schopenhauer, viele Autoren, ich will es mal schlagwortartig mit einem schopenhauerischen Ausdruck formulieren, die Welt als Vorstellung. Nicht das an sich seiende geistige An und In der Welt, sondern zunächst einmal, was immer wir von der Welt überhaupt aussprechen, kann sich zunächst nur auf den Bewusstseinsstrom des empirischen Bewusstseins beziehen. Ich habe einen Blaueindruck, einen Roteindruck, ein Tasterlebnis, ich spüre einen Härtegrad. Ein zweiter Akt ist es dann herauszufinden, ob diesen subjektiven, ja eher psychologisch zu beschreibenden Tatbeständen, oder ich habe jetzt Kopfschmerzen oder derlei, ob dem dann eine Objektivität entspricht. Also wir haben den objektiven Idealismus und eine ziemliche Bandbreite an sogenannten subjektiven Idealismen zu beachten. Nur, dass Sie hier gleich wissen, wenn ich Ihnen hier einige lexikalische Dinge darbiete, auf welcher Seite der Argumentation sich der Schreiber befindet. Geht es um den Geist an sich? Ein Denker wie Nietzsche etwa, scharfer Gegner des objektiven Idealismus, die Hinterwelt. Das ist hinter der sinnlich gegebenen Realität, die er umgrenzt sieht durch Bewusstseinstatsachen. Das ist, habe ich da was rot? Oh, da habe ich einen. Habe ich mich an einem Gerät versündigt? Scheint aber nicht. Können wir das wieder zurechtrücken? Oder kann man es einfach dahin? Reicht auch. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich hatte heute keine Jacke dabei und schon geschieht was. Also das Nietzsche etwa würde sagen, denn der Idealismus ist in dem Wahn enthalten, es gebe ein an sich Gutes, ein an sich Wahres und so fort. Während er dann darauf besteht, im Sinne des neueren Positivismus, dass wir uns erst einmal an die Bewusstseinstatsachen halten müssen, an deren Fluss, an deren Bewegung, um von daher also die Frage nach dem Weltganzen aufwerfen zu können. Nun aber, sodass hier das Verrückte herauskommt, dass Nietzsche erkenntnistheoretisch ein ganz krasser Subjektivist und Idealist ist und seine Wut auf das Christentum und die christliche Moral und so fort darauf bezieht, dass die christliche Theologie eine Art vulgarisierter Platonismus sei. Das ist so eine, er hat immer so ein bisschen drauf losphilosophiert und deshalb müssen wir solche Begriffe von ihm auch zunächst mal akzeptieren. Aber jetzt zu unserer Sache selber. Es gibt aus dem frühen 18. Jahrhundert, 1737, das philosophische Lexikon von Meißner. Man muss sich klar machen, welch ein geringer Teil der Bevölkerung überhaupt lesen und schreiben konnte und dann zu solchen speziellen wissenschaftlichen Werken Zugang gehabt hat zu jeder Zeit. Das muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit hinzunehmen. Und da sagt also der Autor, Idealisten sind jene Sekte der Philosophen, welche bloße Geister zugeben oder solche Dinge, die nicht aus Materie bestehen und von uns einfacher genannt werden. Dergleichen, die Leibnizschen Einheiten sind, gemeint sind die berühmten Monaden von Leibniz, beseelte Krafteinheiten. Und dann kommt was ganz Interessantes, diese subjektiven Idealisten, damit hat Lenin sich noch herumschlagen müssen, sie leugnen die wirkliche Gegenwart der Welt außer der Seele. Also das ist ein wirklicher Skandal der Philosophie, hatte schon Kant gemeint. Ich bin nicht einmal in der Lage, die bewusstseinstranszendente Wirklichkeit dieses lächerlichen Tisches, an dem ich hier sitze, zu beweisen.
kann nur im Dunkeln im Zimmer mit dem Bein an dieses Gerät stoßen und der stechende Schmerz im Schienbein belehrt mich darüber, dass da noch etwas Transsubjektives vorhanden ist. Aber demonstrieren im scharfen Sinne einer logischen Beweisführung kann ich nicht. Also die Philosophie ist da, sagt Kant, doch sehr erbärmlich dran. Das ist noch nicht einmal so eine läppische Sache, in unbefriedigender Weise behandeln kann. Also das sollten Sie sich vielleicht also doch nochmal merken, die wirkliche Gegenwart der Welt außer der Seele. Bei Schopenhauer gibt es ja beides. Mein Kopf ist in der Welt, aber die Welt ist auch in meinem Kopf. Da kommen schwierige Korrelationen zustande. Ja, jetzt kommt es. Und Sie halten die Welt und die darinnen befindlichen Körper, ich übersetze das ein bisschen in heutiges Deutsch, das ist so ein bisschen holprig sonst, für bloße Einbildungen der einfachen Dinge und sehen sie nicht anders als einen regulierten Traum an. Alter berühmte Traumidealismus, der hier auch schon entsteht, dadurch, dass dem subjektiven Geist gewissermaßen zugemutet wird, dass er dieses Gewühle der Empfindungen, wie Kant das nennt, irgendwie strukturiert. Wir sind ja hier, wir haben ein Vorn und ein Hinten, einen gelben Pullover und dort einen blauen. Das heißt, wir sind in einer intersubjektiven Wirklichkeit immer schon drin, in der nach den idealistischen Grundauffassungen diese weltkonstitutiven Leistungen alle schon erbracht sind. Die sind geistig, aber doch zugleich unbewusst. Das haben die jedenfalls gelehrt. Also der regulierte Traum, der wüste Traum nicht, aber der regulierte Traum. Daher räumen sie der Welt weiter keinen Raum als in den Gedanken ein. Also die gesamte Lebenswirklichkeit als eine bloße, ja, phantomhafte, bewusstseinsmäßige Struktur. Und da gibt es dann ein unangenehmes Stichwort, nämlich den Solipsismus. Die Vorstellung, die Welt geht unter, wenn ich nicht mehr bin. Die geht nur für mich unter. Wir können da ganz beruhigt sein. Aber der Solipsismus ist immer als eine Art drohende Gefahr. Gelehrt hat ihn eigentlich niemand wirklich. Ja, ich habe mit Horkheimer mich mal unterhalten. Der meinte, vielleicht der Max Stirner diesen oder jenen Max gegeben haben, der so extreme Dinge verkündet hat. Aber es war wohl mehr eine Drohgebärde. Wenn du so weitermachst, wirst du ein Solipsist, als dass man sagen könnte, es sei eine wirklich durchdachte Lehre, die alleinige Wirklichkeit des subjektiven Geistes. Alles andere würde ja dann gleichsam verdunsten, ne? In nebelhafte Träume entschweben. Materialisten, eine schlimme Sekte, haben den Geist als sekundär gegenüber der ewigen Natur betrachtet. Auch der Unterschied von Natur und Geist, sofern er sich darauf bezieht, was ist hier dasjenige, womit ich als einer ersten Größe rechnen muss? Das ist auch nur eine relative Differenz zwischen Subjekt und Objekt, denn die Natur als solche ist absolut. In der Absolutheit der Natur, das haben ganz verschiedene Denker übrigens verkündet, nicht? Also ihr Schelling beispielsweise auch, das ist hier schon ein interessanter Punkt. Der Geist als sekundär gegenüber der ewigen Natur und dann die absolute Gegenthese, dass es nur Bewusstseinsinhalte gibt. Wollen Sie das mal an die Tafel schreiben? Darf ich Sie mal bitten? Also Idealismus und Realismus und dann innerhalb des Realismus Spiritualismus. Aber hätte ich doch gern nochmal. Okay. Repetitio est mater studiorum. Es ging immer um die Frage nach der Einheit von Geist und Materie
Giordano Bruno, ein bedeutender Dominikanermönch, der hier in unserem Karmeliterkloster ein bisschen versteckt gehalten wurde, einige Zeit vor der bösen Inquisition. Und er ist dann törichterweise doch nach Rom gegangen, wo man ihn dann auch prompt verbrannt hat. Also nach einem so großartigen Denker wie Bruno gibt es dann vor allem die Gestalt von Spinoza, der ja einen ganz schlechten Ruf hat. Nicht? Das sind die Leute, die keine Materialisten sind, aber den Dauerverdacht, wie die Italiener sagen, sospetto, den Dauerverdacht, welche zu sein, ausgesetzt sind, haben eigentlich der Kirche bei Lichte betrachtet mehr Schaden zugefügt als jene paar Leute, die konnte man ausgrenzen. Von Hobbes sagte man eben, der sagt, ne, wenn es einen Gott gibt, dann muss er auch ein Körper sein, nehmen wir nicht zur Kenntnis. Nicht? Diese Strategie hat es auch immer gegeben, was den Leuten wenigstens das Leben gelassen hat. Bei Spinoza wird also dieser Dualismus der kartesianischen Lehre dadurch überwunden, dass er sagt, die Natur drückt sich in zwei unendlichen Attributen aus, in der Ausgedehntheit von körperlichem Sein und der Unausgedehntheit von Geistigem. Das ist diese Art der Auffassung. Leibniz, auch er gequält vom kartesianischen Dualismus, hat gemeint, die eigenartige Harmonie zwischen Geist und Seele in all unseren Dingen und Verhaltensweisen. Man kann natürlich abstrakt sagen, Zwei-Substanzen-Lehre. Die Welt besteht aus zwei Substanzen, körperlich Ausgedehntes und unausgedehnt Geistiges. Aber der leibhaftige Mensch, mit dem ich es hier zu tun habe, wie könnte ich Sie jetzt gleich im Auseinanderklauben, was ist da Geist, was ist da nicht Geist an Ihnen? Der einzelne leibhaftige Mensch, der spottet durch sein bloßes Dasein eigentlich schon dieser starken Dualität. Und also, dann hat man also bei dem Leibniz ja den berühmten Gedanken der prästabilierten Harmonie. Leib und Seele sind gleichsam wie zwei regulierte Uhren, die aufeinander abgestimmt sind, miteinander verbunden. Dann gab es, Genauigkeit halber sage ich das noch, die sogenannten Okkasionalisten, alle im 17. Jahrhundert, die bei der Occasio, der Gelegenheit, dass ich also meinen Arm hebe, dass also in der physischen Welt etwas geschieht, was ich mir vornehme, ich beschließe jetzt, meinen Arm zu heben, das ist ja ein mentaler Vorgang, und dann tue ich es auch. Ne? Da hat man gesagt, hier muss es einen Secosus Dei geben, das wird jedes Mal von Gott gleichsam reguliert, dass diese beiden völlig substanziell getrennten Wirklichkeiten harmonieren, dass sie mit und ineinander wirken. Das sind so die Lösungsangebote damals gewesen, aufgrund der kartesianischen scharfen Dualität von res cogitans, also dem Denken, und der res extensa, der ausgedehnten Körperwelt. Die großen metaphysischen Systeme des 17. Jahrhunderts. Man nennt immer Descartes, Spinoza, Leibniz. Diese drei Denker haben sich leiten lassen von der Idee, dass der menschliche Geist, das erkennende Subjekt, nicht etwa eine Tabula rasa ist, wie die Sensualisten, die Englischen, geglaubt haben, sondern der Geist ist ursprünglich ein Inbegriff axiomatischer Wahrheiten, die logischer und geometrischer Art sind. Also dass die kürzeste Verbindung zweier Punkte die gerade Linie ist. Oder dass der Lehrsatz des Pythagoras, sofern ich ein rechtwinkliges Dreieck zugrunde lege, absolute Gültigkeit hat.
Dinge dieser Art, diese axiomatischen Wahrheiten, die, wie man Englisch sagt, self-evident sind, durch sich selber eigentlich bewiesen und eigentlich nicht beweisbar, wohl aber jedem Beweis zugrunde liegend. Also das Subjekt, das ist mit logischen und geometrischen Wahrheiten ausgestattet, diese Idee innate, diese eingeborenen Ideen. Mit ihrer Hilfe können wir was über die Seele, die Anima Rationalis, das Weltganze und Gott unterrichten. Also das ist der Rationalismus des 17. Jahrhunderts im erkennenden Subjekt, in der souveränen Vernunft des Subjekts, sind bestimmte Funktionen, kognitive Funktionen, von vornherein angelegt, die es uns erlauben, auch über diese großen Gegenstände, Seele, Weltganzes und Gott, zu unterrichten. Kant wird diese Art von Metaphysik ja in Grund und Boden demolieren, sofern er sagt, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit gehören in die Sphäre des Moralischen. Sie sind keine Gegenstände der Wissenschaft. Gegenstand der Wissenschaft ist nur, was allgemeingültig und notwendig ist. Also bestimmte Kausalitäten in der Physik oder wo immer. Es gibt dann diese Schulmetaphysik, gerade auch in der deutschen Aufklärung, die Leibniz-Wolffsche Schulmetaphysik. Christian Wolff, eigentlich der große, die große Figur der deutschen Aufklärung. Er hat die Leibniz'sche Monadenlehre ja, in einer fasslichen Form dargeboten. Man glaubt von ihm, dass er eigentlich den Leibniz auf seine Weise unter die Leute gebracht habe. Diese Leibniz-Wolffsche Schulmetaphysik, der transzendentale Idealismus von Kant, hat das als bloß dogmatisch verworfen. Es gibt Bedingungen allen Erkennens, Raum, Zeit und die Kategorien. Nur sie liefern allgemeingültige und notwendige Urteile, aber sie müssen auf ein sinnliches, nicht subjekteigenes Material bezogen sein. Also jene vom Intellekt des Menschen immer schon mitgebrachten a priorischen kognitiven Leistungen bedürfen eines Stoffes, eines sinnlichen Stoffes, den sie strukturieren. Das heißt, eine Einheit des Mannigfaltigen herstellen. Das ist eigentlich der Kant an dieser Stelle. Es muss ein nicht subjekteigenes Material geben, auf die sie bezogen sind. Und da kommt dann natürlich auch der schwierige Begriff, das Ding an sich. Was ist die Welt, alles gegenständlich Seiende, abzüglich dessen, was als Zutat aus der Subjektivität mitgebracht wird von dem erkennenden Bewusstsein. Und da gibt es dann die hochumstrittene These, dass das Ding an sich die unbekannte Ursache der Erscheinungen sei. Und das hat man dem Kant sehr verargt, weil er eben den Begriff der Kausalität nur auf die Erscheinungswelt bezogen hatte und jetzt aber immer noch diese alte Vorstellung der Ontologie, es gibt sowas wie einen Welthintergrund. Es muss etwas geben, wo diese Welt herkommt. Oder es muss eine nicht einfach in subjektive Leistungen auflösbare Realität geben. Die Nachkantianer, Schelling, aber auch Fichte und Hegel haben das dem Kant sehr verargt, dass er uns zunächst einsperren will in die Welt der Erscheinungen und dann doch gleichzeitig behauptet, die Kausalität gibt es auch von außerhalb. Zur Zeit von Thomas von Aquin konnte man derlei schreiben, aber am Ende des 18. Jahrhunderts war das nicht mehr möglich. Also die Kritik der reinen Vernunft von Kant, die muss hier genannt werden, als Werk des transzendentalen Idealismus.
eine rationale Theologie, rationale Kosmologie, rationale Psychologie kann es nicht mehr geben. Aber wenn auch die rationale Psychologie, die war sehr theologisch, die Seele ist substanziell, spirituell, einheitlich. Wenn das entfällt, so kann es doch, wie Goethes Freund Karl Philipp Moritz, es kann eine Erfahrungsseelenkunde geben. Das ist ein ganz wichtiges Werk gewesen, wohl auch in der Geschichte der Psychiatrie, vielen Leuten durchaus geläufig. Er hat da eine Abfolge von Bänden über solche Dinge, Frühkindlichkeit und Traum und eine Reihe von Phänomenen, die zwar psychisch sind, nicht aber unter den Begriff einer spirituellen Metaphysik fallen. Das ist, glaube ich, hier wenigstens am Rande zu nennen. Der wechselnde Gebrauch des Terminus Idealismus, er kann ein wenig, würde ich fast sagen, auch einem auf die Nerven gehen. Er ist mit dem Begriff Idee, die auch mehrere Bedeutungen annimmt, verbunden. Bei Platon ist die Idee das, was in allen späteren Idealismen fortwirkt. Das wahre Sein, Onto-on hat bei Platon den Vorrang gegenüber den vergänglichen, sinnlich gegebenen Dingen. Dadurch, dass man die sinnlich gegebenen Dinge mit großer Vorsicht betrachten muss, weil wir nur Meinungen haben über sie, keine wirkliche Einsicht. Das hat dann also eigentümlicherweise in der Geschichte des antiken Philosophierens, der Schule Platons, die sogenannte Akademie, zu einer Schule gemacht, die eigentlich den Skeptizismus verbreitet hat. Die grundsätzliche Absage an den Glauben, dass die sinnlich erscheinende Welt uns hinlänglich unterrichten könnte in geistigen Dingen, das also ist hier anzumerken. Der Geist, die geistigen Fähigkeiten, die gehen dem sinnlichen Aspekt des Menschen voraus. Im Akt des Erkennens, das ist, hat sich dann als Topos durchgehalten in der westlichen Welt, das geistige Vermögen ist passiv, ist aktiv, das sinnliche passiv. Sinnesdaten können Platon zufolge kein verbindliches Wissen, Episteme, liefern, sondern bloße Meinung, bloßes Dafürhalten, die berühmte, berüchtigte Doxa. Rein ideelles Sein unterscheidet sich von körperlichem und ist dadurch Sinnentrug nicht beeinträchtigt, nur in geistigen, noetischen Akten erfassbar. Einzelnes verhält sich zu Allgemeinem und Ewigem wie Nichtseiendes, Mäon zu Seiendem. Unterliegt Ersteres beständigem Wandel, so ist Letzteres das Reich der ewigen Ideen, getrennt von der Sinnenwelt durch einen Chorismus, durch den Abgrund. Also Platon ist der Erfinder der christlichen Vorstellung von Diesseits und Jenseits, ganz klar. Die Ideenlehre hat das also in die Welt gebracht und mit einer unerhörten Beharrlichkeit bis auf den heutigen Tag. Ist schon eine nicht uninteressante Sache. Also Platon wendet sich gegen den beständigen Wandel. Das Reich der Ideen empfiehlt sich durch Ewigkeit und Unwandelbarkeit. Aber man kann schon sagen, die Ideen sind die Urbilder der sinnlichen Dinge, die bloß ihre Abbilder sind. In gewisser Weise Metexis, Teilhabe der sinnlichen Dinge an den Urbildern, muss er zugeben. Übrigens hat
in Klammern gesagt, Aristoteles in der Metaphysik auf das ziemlich, auf das Schärfste möchte man sagen, diese Zwei-Welten-Auffassung, dass eine Verdopplung eintritt, sozusagen die Ideen in erster Klasse und die sinnlichen Gegebenheiten in zweiter Klasse als Derivate des ideellen Seins. Diese Kritik, die Aristoteles an ihm geleistet hat, die hat wirklich welthistorisch auch Schule gemacht. Kant sagt dann auch in seinem Hauptwerk, die Ideen sind bei Platon Urbilder der Dinge selbst und nicht bloß Schlüssel zu möglichen Erfahrungen wie die Kategorien. Der höchsten Vernunft entstammend seien sie dem Menschen, wie Platon ganz dunkel das ausdrückt, zuteil geworden. Es fehle ihnen jedoch an Klarheit, sodass sie mühevoll durch Erinnerung, die Philosophie heißt Anamnesis, in uns wachgerufen werden müssten. Kant rekurriert auf Platons Mythos von der Wiedererinnerung, ich sagte es schon, der Anamnesis, wodurch die im Schauen begriffene Seele sich an das wiedererinnert, was sie vor ihrem Erdendasein geschaut hat, da sie als Reigengenossin eines Gottes durch den Himmel zog. Platons Ideen hängen nicht vom Erkanntwerden durch endliche Geister ab. Das ist ein wichtiger Satz. Man kann sich ihrer als Urbilder lediglich erinnern. Sinnlich wahrnehmbar sind stets nur ihre Abbilder. Die Korrelation von Erkennen und Erkanntem ist im Sein der Ideen begründet. Kann ich noch ein kleines Stück weiter machen? Ja, 40 haben wir. Mache ich noch ein kleines bisschen weiter. Dem deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm ist zu entnehmen, dass namentlich der französische Sprachgebrauch des 17. Jahrhunderts das Wort Idee gegenüber seiner platonischen Bedeutung verflüchtigt zu einem Vorgestellten, einem bloßen Gedanken, einem Begriff von etwas. Das ist ein hochinteressanter Punkt. Also diese an sich seienden Ideen verflüchtigen sich gleichsam zu Bewusstseinstatsachen dessen, der sie hat. Das ist von mir zu Beginn auch angedeutet worden, dass der Bewusstseinsstrom bei den subjektiven Idealisten das Primäre ist. Und von daher dann die schwierige Aufgabe sich ergibt, wie komme ich von diesem Bewusstseinszusammenhang zu einer tragenden Realität dahinter. Im Französischen also ist die Idee schon nicht mehr platonisch, sondern doch schon an den leibhaftigen Menschen gebunden, der sie eben hat. Und im angelsächsischen Sprachbereich, der ist ja hier auch sehr lehrreich, durch seit Locke, durch empiristische und sensualistische Traditionen geprägt, ist die Idee metaphysisch weniger aufgeladen und wird dem Französischen verwandt, nahezu ausschließlich dann zur Kennzeichnung von Bewusstseinserscheinungen, Vorstellungen verwendet. Die Lehren von Locke, von Berkeley und Hume werden dann im 18. Jahrhundert erstmals von Thomas Reid unter dem Terminus Ideal System zusammengefasst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle, wo wir einhalten können. Also wir hatten ursprünglich gesagt, es gibt zwei Spielarten des Idealismus und haben dann im weiteren Verlauf der Darstellung zeigen können, wie sowohl im französischen als auch im englischen Sprachgebrauch sich diese zunächst vollkommen durch sich selber seienden geistigen Gebilde zu Bewusstseinstatsachen empirischer Menschen werden. Jetzt habe ich noch etwas Prosaisches zu verkünden.
In der nächsten Woche weichen wir ja der Himmelfahrt. Da können wir nicht hier auftreten. Aber ich hatte mir was notiert in der Woche drauf. Das ist der 24. Ist das, ne? Ich weiß es jetzt auch nicht, aber es ist der 24. an diesem Orte. Ich wünsche Ihnen aber erholsame Tage.